Alles begann im Jahr 1848, als der deutsche Einwanderer William Tollner eine einfache Eisenwarenhandlung in dem Gebäude Bowery 221 eröffnete. Tollners Geschäft wurde bald für seine hochqualitativen Produkte bekannt. So vertrieb er zum Beispiel einige der besten Zapfenstreichmaße, Spezialsägen und Senkbleie in New York. Bald danach wanderte Tollners 12-jähriger Neffe William Schlemmer aus Deutschland ein und begann Werkzeug auch vor dem Geschäft zu verkaufen. Schlemmer sandte die Hälfte seines anfänglichen Wochenlohns von $2 an seine Familie in Deutschland und arbeitete sich nach und nach im kleinen Unternehmen nach oben. Zur gleichen Zeit erkannte Alfred Hammacher, ein weiterer deutscher Einwanderer und Bekannter der Familie, welches Potenzial in der kleinen Eisenwarenhandlung steckte und investierte $5.000 in das Unternehmen. Im Jahr 1867 kauften Alfred Hammacher und William Schlemmer William Tollner die Firma ab und benannten sie in Hammacher und Schlemmer um. Sie begannen schnell zu expandieren und bald wurde der Standort in der Bowery zu klein. Im Jahr 1904 übersiedelten sie in die 4th Avenue Nummer 133, bis sie der Erfolg zwang, in das Gebäude 147 East 57th Street zu wechseln. Dort befindet sich auch heute noch das Stammhaus des Unternehmens. Dieses einfache, von Einwanderern betriebene Eisenwarengeschäft im Süden von Manhattan hat sich zu einem im ganzen Land bekannten Unternehmen entwickelt, das seine Produkte auch über einen Katalog vertreibt. Es kann sich zudem rühmen, gewisse Waren als erster in den Vereinigten Staaten angeboten zu haben. Zu den von Hammacher und Schlemmer auf dem Markt eingeführten Produkten zählen unter anderem der Toaster, bei dem die Brotscheiben automatisch herausspringen, das tragbare Radio, der elektrische Rasierapparat und der Mikrowellenherd. Will man herausfinden, welche Produkte die Zukunft bringen wird, dann braucht man nur das Geschäftslokal aufsuchen, in dem Hammacher und Schlemmer schon seit 85 Jahren ansässig ist.